Der Saftladen ist eine Freizeiteinrichtung für alkoholkranke Menschen, die abstinent leben möchten. Wir sind jetzt 2 Jahre schon mit dem Projekt hier unten im Süden der Stadt Magdeburg am Start sozusagen. Ich bin hierher gekommen, erstmal das Gebäude wunderbar und habe dann hier reingeguckt und ich sage, geil. Man kann hier basteln, man kann reden, lesen, Sport machen ein bisschen. Billard ist ein ganz neues Angebot gerade, Tischtennis, Boxen am Boxsack. Ich bin wie eine Familie reingekommen, wie unter Kumpels. Ja. Es ist einfacher, abstinent zu leben, wenn man zusammen unter Gleichgesinnten ist und sich da auch austauschen kann, Hilfe gegenseitig auch erwarten kann. Ich sammle Erfahrung, wie die anderen damit umgehen, wie andere mit ihrer Sucht umgehen. Die Bundesförderung ist so ausgerichtet, dass also mit Hilfe von Mitteln des Europäischen Sozialfonds auch Magdeburg die Chance hat, Anträge zu stellen und insofern auch in dem Sinne, wie BIWAG definiert ist, also Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, eben auch zu unterstützen. Der Saftladen ist ein Teilprojekt von 6. Wir schaffen es voraussichtlich in 2018, das Projekt fortzuführen, also auch nach der Projektförderung, es in die Landschaft hier in Magdeburg zu implementieren, weil wir festgestellt haben, dass es also ein sinnvolles und auch wertvolles Projekt ist für die Stadt insgesamt und für die entsprechenden Zielgruppen auch, ein Teil der Angebote besetzt, die wir brauchen hier in der Stadt. Ich versuche, an den Fähigkeiten und Ressourcen der Leute anzuknüpfen und diese zu fördern, sodass irgendwann derjenige dann auch wieder in den Arbeitsprozess integriert werden kann. Was ich gelernt habe hier ist, offener zu sein. Ich würde mal auch so sagen, dass ich weniger Rückfälle gehabt hätte, wenn ich so eine Örtlichkeit gehabt hätte, einen Anlaufpunkt, wo ich reden kann, wo ich Hilfe kriegen kann. Ich bin auch froh und stolz, hier Mitglied zu sein. Ganz einfach.